gute Arbeit, hat auch gutes Geld verdient. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag, das muss sein und da stehen wir an eurer Seite in eurem Kampf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage euch ja ganz deutlich, ihr könnt stolz auf das sein, was ihr schon in den letzten Jahren erreicht habt. Angefangen mit den Kolleginnen und Kollegen bei der CFM, bei der Charité, jetzt ihr VSG Vivantes. Denn ihr habt das Thema, wie sind die Arbeitsbedingungen eigentlich in den Krankenhäusern, wo wir alle als Bürgerinnen und Bürger in dem Land, egal wie viel Geld wir haben, darunter dann auch letztlich leiden oder auch nicht. Das habt ihr auf die Tagesordnung gesetzt. Früher hat man nur über die Ärzte geredet. Dann haben die Pflegerinnen und Pfleger sich auf die Hinterbeine gestellt, auch angefangen bei der Charité und jetzt noch in vielen, vielen Krankenhäusern. Und jetzt auch ihr bei der CFM und bei der VSG. Nämlich die Krankenhäuser funktionieren nur dann, wenn auch diejenigen, die man eben nicht jeden Tag dort sieht, in der Sterilisation, im Facility Management, die Hausmeister, wenn all die ihren weitergeistern und ich weiß, ihr macht eine gute Arbeit und dafür habt ihr endlich gutes Geld verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage euch, als Mitglied des Deutschen Bundestags habe ich ja nicht direkt Einfluss auf diese Verhandlungen. Aber ich hatte die Ehre, auch vor anderthalb Jahren den Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung hier in Berlin mitzuverhandeln. Und genau diesen Passus, den vorhin schon der Kollege hier vorgelesen hat, dass wir auch bei den Tochtergesellschaften der Landesunternehmen schrittweise eine Angleichung an den TVÖD anstreben, den habe ich damals mitverhandelt, es war nicht so einfach. Wir haben ihn festgeschrieben, wir haben einen Koalitionsvertrag und ich sage, Verträge sind geschrieben, damit sie auch umgesetzt werden. Dafür werden wir uns als Linke auch weiter einsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch wir merken, das ist nicht so einfach. Deswegen verlasst euch nicht nur auf uns, wir werden unser Bestes machen. Maike hat es schon gesagt, ihr müsst weiter den Druck machen, der Druck hier auf der Straße, hier vor der Aufsichtsratssitzung ist auch Rückenwind für uns als Linke in diesen Verhandlungen. Und ich sage auch nochmal ganz deutlich, dieser Koalitionsvertrag, der bindet nicht nur die Parteien, der bindet auch die Geschäftsführung eines Landesunternehmens wie Vivantes und wir erwarten, dass auch die sich daran halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe auch mit Interesse die Berichterstattung hier über die ersten Streiks bei VSG jetzt im April zur Kenntnis genommen und auch, dass die Gesundheitsverwaltung gesagt hat, naja, das sind Sachen, da können wir uns nicht einmischen, das macht alles die Geschäftsführung von Vivantes, das ist Tarifautonomie. Ich sage euch nochmal deutlich, das sind 100% landeseigenes Unternehmen und dessen 100%ige Tochter, die VSG. Und wir haben einen Aufsichtsrat bei Vivantes, da sitzen zwei Senatorinnen drin, ein Senator, eine Senatorin, und wir erwarten, dass auch die dort Druck machen auf die Geschäftsführung, dass tatsächlich der Koalitionsvertrag umgesetzt wird, damit künftig tatsächlich Schluss ist mit der Spaltung in der Belegschaft, Schluss ist mit dem Lohndumping, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ran an den TVÖD und das so schnell wie möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel Erfolg heute, viel Erfolg in den kommenden Wochen. Gemeinsam werden wir es schaffen. Viel Erfolg.